Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge von Meilensteine der Schweizer Geschichte mit Professor Christoph Mörgeli. Wir haben gerade die Gelegenheit, den Kanton Jura etwas näher zu erkunden, auszukundschaften. An verschiedenen Stationen, die sehr geschichtsträchtig sind, auch heute wieder die Hauptrolle in unserer Sendung spielt das Schloss, da das mächtige Schloss, die Festung im Hintergrund, die da mächtig und trutzig aufragt. Wir befinden uns in Pruntrut, Porrentruy, auch bekannt, weltbekannt für das Bahnhofbuffet. Über das Restaurant im Bahnhofbuffet von Porrentruy hat die New York Times vor einigen Jahrzehnten einen Jubelartikel geschrieben. Ich hatte als junger Sportjournalist damals die Gelegenheit, tatsächlich dort einmal zu Abend zu essen. Es war wirklich ganz hervorragend. Übrigens auch ein toller Eishockey-Club, damals in der jurassischen Ajoie, nach wie vor hier zugange mit einem tollen, modernen, hochmodernen Stadion, Raiffeisen-Stadion. Also Sie sehen, auch im Kanton Jura, ein sehr, sehr vielfältiges sportlich-kulturelles und auch historisches Leben. Doch heute geht es nicht um Eishockey, sondern um diese Festung da im Hintergrund. Ich übergebe gleich an Christoph Mörgeli. Ja, Christoph, erzähl uns, warum ist diese Burg, warum ist diese Festung so wichtig? Warum ist das ein Meilenstein, mit dem wir uns zu beschäftigen haben? Grüezi miteinander. Dieses uralte Schloss Porrentruy, Pruntrut, spielt in unserem Zusammenhang vor allem eine Rolle als Sitz des Fürstbischofs von Basel. Fürstbischof, Sie haben richtig gehört, der war nicht nur geistlicher Herrscher über seine Schäfchen, sondern eben auch weltlicher Herrscher über ein Territorium. Ursprünglich war sein Sitz in Basel. In der Reformation ist er aber vertrieben worden und hat seinen Sitz hier genommen in Pruntrut, in diesem Schloss, das er dann auch ausgebaut hat. Das geht natürlich zurück aufs Mittelalter. Die Türme stammen aus dem 13. Jahrhundert. Das war aber für diesen Fürstbischof damals exterritoriales Gebiet. Das heißt, es lag gar nicht in seinem Bischofsbereich, sondern es gehörte zum Bischofssitz Besançon. Das war aber kein größeres Problem. Von hier aus hat er versucht, sein Fürstbistum zu gestalten und zu verwalten. Das war nicht ganz einfach. Der Fürstbischof litt chronisch an Geldnot, denn Basel war natürlich als Handelsstadt zuvor wichtig. Da hat vieles stattgefunden, da hat man auch Geld verdient. Aber wie gesagt, Basel ist abgefallen vom Fürstbischof in der Reformation, die 1529 eingeführt wurde in der Stadt Basel. Und was war denn eigentlich sein Herrschaftsgebiet, wenn er ja als weltlicher und auch kirchlicher Fürst vertrieben wurde aus Basel? Hat er dann hier seine Zelte aufgeschlagen? Hat er dann sozusagen einfach im Kanton Jura gewirkt? Hat er sich ein neues Territorium geangelt gewissermaßen? Oder hat er die Basler Katholiken gewissermaßen betreut hier exterritorial? Wie muss man sich das vorstellen auf diesem Flickenteppich da der Territorien in der frühen Neuzeit in Europa, in der Schweiz? Sein weltliches Territorium, das er eben nur mit Mühe halten konnte, musste immer wieder Gebiete verpfänden, konnte dann zum Teil zurückkaufen, zum Teil nicht. Dieses weltliche Territorium hat schon zu großen Teilen den heutigen Kanton Jura umfasst, aber auch noch andere Gebiete. Wir haben uns längst vom Fürstbistum verabschiedet. Die heutige Diözese Basel ist aber immer noch die größte der Schweiz und umfasst dann auch Kantone wie Luzern, Zug und natürlich den katholisch gebliebenen Jura. Also das sind große Gebiete, die da verwaltet wurden und noch immer werden, aber natürlich längst nicht mehr als Fürstbistum. Dieser Fürstbischof hatte auch im römisch-deutschen Reich etwas zu sagen und es war natürlich immer ein Adliger. Das ganze Domkapitel war adlig und hatte nicht einen direkten Bezug zur Eidgenossenschaft. Das war also keineswegs schweizerisch historisch gesehen.
Der Fürstbischof hat aber ein Bündnis geschlossen mit den katholischen Orden der Eidgenossenschaft und dieses Bündnis immer wieder erneuert in den Jahren, in denen er eben hier residierte. Das war 1528 bis 1792. Nachher war es dann wieder vorbei mit der hiesigen Herrlichkeit. Ja, weil natürlich die Franzosen einmarschiert sind nach der französischen Revolution. Es ist ja eine unglaubliche Festung, eine unglaubliche Burg. Warum hat man hier eine so riesige Burg hingestellt? War das die strategische Bedeutung von Porrentruy, von Pruntrut? Was ist da der Hintergrund? Es gibt auch eine wunderschöne Altstadt. Also die Stadt hat auch ein Villenquartier mit prächtigen, ausladenden, etwas verwitterten, großbürgerlichen, fast würde man sagen, Palästen, die hier errichtet sind. Was ist denn die strategische Bedeutung, dass so eine mächtige Trutzburg hier errichtet werden konnte? Ursprünglich war das eine Adelsburg, also das haben adlige Familien bewohnt. Das war nicht immer Sitz eines Fürstbischofs, aber auch dieser hat sich natürlich gewappnet gegen Feinde. Er war Landesherr, hatte seine Feinde, beispielsweise im Dreißigjährigen Krieg wurde im Gegensatz zur Eidgenossenschaft dieses Gebiet nicht einfach verschont. Es sind Deutsche eingedrungen, Franzosen, aber auch Schweden und so weiter und haben Verheerungen dann vor allem im nördlichen Jura veranstaltet. Also die Festung spielte eine gewisse Rolle, konnte sich hier zurückziehen. Aber wie gesagt, also die trutzigsten Teile der Burg stammen natürlich noch aus dem früheren Mittelalter. Er selber hat dann aber im Lauf des 17., 18. Jahrhunderts seine Residenz verschönert und nach dem damaligen Geschmack dann diese Burg auch ausgebaut. Gab es einen klösterlichen Teil, waren da Truppen stationiert? Wie muss man sich das vorstellen? Ein Fürstbistum ist ja jetzt für Reformierte wie mich nicht so leicht einsehbar, einsichtig, wie man das sich konkret im Alltag da auszumalen hatte. Dieser Fürstbischof konnte seine Untertanen durchaus zu Kriegsdiensten aufbieten. Das ist der Fall. Er hatte nicht ein großes stehendes Heer, das hätte er gar nicht finanzieren können. Aber er war Landesherr und als solcher natürlich wirklich auch verantwortlich für seine Schäfchen und eben auch umgekehrt diese ihm tributpflichtig und mussten ihm die Steuern pünktlich entrichten. Ein Kloster gab es in dieser Burg nie, aber es gab natürlich in der Umgebung bedeutende klösterliche Anlagen, beispielsweise das Kloster, das Stift Saint-Ursanne in der Nähe, auch das ein kleines Städtchen, aber auch sehr viele andere Klöster beider Geschlechter, die zu diesem Fürstbistum gehörten. Der Kanton Jura hat ja dann eine, ja, den gab es ja noch gar nicht, den gibt es erst seit kurzem, aber das Gebiet Jura hat ja dann auch eine leidensvolle Abtrennungsgeschichte vom Kanton Bern erlebt. Welche Rolle spielte dieses Fürstbistum Basel im Exil für die Prägung des Kanton Jura und auch für die Vorwegnahme vielleicht späterer Konflikte, die bis in die unmittelbare Gegenwart hinein gewirkt haben? Die Basler Bürgerschaft ist schon selbstsicher geworden im 15. Jahrhundert und hat den Bischof immer mehr zurückgedrängt in seiner Macht. Die Basler stadtstädtische Gesellschaft hat sich auch ausgedehnt, hat Untertanengebiete erobert, Territorien. Wir wissen beispielsweise den späteren Kanton Basel-Land, der sich dann 1833 abgetrennt hat von der städtischen Herrschaft. Also die Stadt hat durchaus in Spannung gelebt mit diesem Fürstbischof, der dann auch vertrieben wurde, der sich dann auch nicht halten konnte. Ein anderer Gegner, könnte man sagen, ist natürlich die mächtige Stadt Bern. Die hat auch gegen Biel dann ausgegriffen und Biel hat sich dann auch der Reformation angeschlossen, sogar der ganze südliche Jura, und da sind auch Gebiete verloren gegangen, die zu diesem Fürstbistum Basel einst gehört haben. Und eben der Einfluss auf die Kantonsbildung Jura, könnte man die darin sehen, dass einfach der Katholizismus hier ein Gebiet geprägt hat, das vielleicht wirtschaftlich nicht an den Hauptschlagadern der damaligen Wirtschaftsentwicklung stand, sodass es dann diese Parallelentwicklung gab, Katholizismus auf der einen Seite plus vielleicht wirtschaftlich nicht ganz so
hochentwickelt wie andere Gebiete im Kanton Bern. Also welche Rolle spielte dieses Fürstbistum und die Prägung, auch die Herrschaft vielleicht bis ins 18. Jahrhundert, auf die Prägung des Kantons Jura oder des späteren Kantons Jura? Der Katholizismus ist und war natürlich sehr wichtig in diesem Gebiet und hat sicher Land und Leute geprägt. Die wirtschaftlichen Voraussetzungen, auch was die Verkehrswege betrifft, waren wirklich nicht optimal. Und so hat man immer materiell ein bisschen gekämpft. Die Industrialisierung kam sehr spät. Das ganze Gebiet war natürlich weitgehend landwirtschaftlich geprägt. Es gab auch Pferdezucht. Und erst spät kam dann auch von den Fürstbischöfen unterstützt eine gewisse Eisenverarbeitung, die Eisenhütten, die sich hier ansiedelten, ganz wichtig natürlich auch die Holzwirtschaft durch die ausgedehnten Wälder. Aber das waren natürlich nicht wahnsinnig wertschöpfende Gebiete, die man hier beackern konnte. Also so gesehen ist das Gebiet schon wirtschaftlich etwas ins Hintertreffen geraten und die Bischöfe hier, die Fürstbischöfe, hatten einige Probleme. Und eben auch die Deckung von vielleicht wirtschaftlichen Problemen und konfessioneller Prägung. Die Schweiz ist ja sonst dafür bekannt, dass es immer unterschiedlichste Loyalitäten gibt. Nicht Gebiete, die vielleicht wirtschaftlich arm sind und dann eine Konfession haben, sondern man hat immer etwas, zusammenhaltsstiftende Vielfalt, während hier vielleicht sich eine, ja, etwas separieren konnte, auch aufgrund der konfessionellen Unterschiede. Aber wieder zurück zu diesem Bischofssitz. Was ist denn aus dem geworden nach dem Einmarsch der Franzosen und bis heute? Vielleicht muss ich noch an einen Fürstbischof erinnern, der ganz, ganz wichtig war, nämlich der Fürstbischof Blar von Wartensee. Wir sehen bei diesem sogenannten Hahnenturm im Hintergrund auch sein Wappen, dieser rote krähende Hahn. Das ist das Wappen der Blar. Die Blar sind ursprünglich aus St. Gallen, haben sich dann in verschiedene Zweige aufgezweigt, reformierte und katholische. Und dieser Fürstbischof Blar von Wartensee hat in der Gegenreformation außerordentlich befähigt gewirkt. Er hat wirklich auch den Protestantismus zurückdrängen können, hat Reformen durchgeführt, hat sein Fürstbistum neu aufgestellt, neu organisiert. Das war eine wirkliche Blütezeit, so zu Ende des 16. bis ins beginnende 17. Jahrhundert. Später kommt dann mit dem Wiener Kongress dieses ganze Gebiet des damaligen Fürstbistums Basel, dieser Jura, zum Kanton Bern. Das war ein gewisses Entgegenkommen an Bern, das ja den Aargau damals verloren hat als Untertanengebiet, die Watt verloren hat. Und so wollte man dieses Bern ein bisschen entschädigen. Es ging übrigens auch darum, die Neutralität der Schweiz insofern zu garantieren, die bewaffnete Neutralität wohlverstanden, als man eben damals der Schweiz neue territoriale Zugewinne zugestand. Das heisst, Genf wurde territorial verbunden, Watt und Genf, damit man sich gegenseitig Truppen verschieben konnte. Und eben auch hier wurde gegen Norden der Jura abgerundet, an die Schweiz damals gewissermaßen übergeben, damit eben die Franzosen etwas zurückgedrängt werden konnten. Denn nach den Erfahrungen mit Napoleon wollte man die Franzosen möglichst in Schach halten. Also die Schweiz gewissermaßen als neutraler Pufferstaat gegen die eben gefallene Supermacht Frankreich nach dem Zusammenbruch Napoleons. Eigentlich kann man das sicher so interpretieren. Das ist ein wichtiger Puffer. Aber man hat sich hier natürlich etwas schwer getan aufgrund der Geschichte. Man war nicht automatisch schweizerisch, eidgenössisch ausgerichtet. Das brauchte seine Zeit. Und der praktisch vollständig protestantische Kanton Bern hat sich auch nicht so ganz einfach getan mit diesem katholischen Zipfel, der dazugekommen ist. Das gab ja dann auch erhebliche Spannungen über Jahrhunderte fast, könnte man sagen, jedenfalls über Jahrzehnte. Und vielleicht hat man von Bern aus auch diese Randregion
etwas vernachlässigt und nicht die notwendige Sensibilität auch der sprachlich der konfessionellen Minderheit entgegengebracht. Wir nähern uns schon dem Ende der Sendezeit. Was ist heute in dieser Festung anzutreffen? Was passiert dort heute? Ist das ein Museum? Ist das ein Amtsgebäude oder allenfalls gar im Privatbesitz? Nein, es gehört dem Kanton Jura und es ist heute Sitz des jurassischen obersten Gerichts, des Kantonsgerichts. Es sind sicher auch andere administrative Teile noch in diesem riesigen Gebäude angesiedelt, aber hauptsächlich ist es offizieller Sitz des Gerichtes, dieses 1977, dann ab 1.1.1978 eigentlich wirklich gegründeten Kanton Juras. Und museale Teile gibt es gar nicht, die daran erinnern, dass hier einmal Fürstbischöfe residierten, unter anderem eben auch der St. Gallische Hahn, der Gallus, der rote Gallus aus St. Gallen. Doch, es wird daran erinnert, auch in anderen Museen, aber auch hier. Man kann hier wirklich die Geschichte nachvollziehen. Da gibt es auch öffentliche Teile. Das lohnt sich hier, einen Gang zu machen und auch die prachtvolle Aussicht in die Ajoie. Von diesem Schloss aus konnte man eben wirklich vieles überblicken und hat auf weite Strecken gesehen, wenn sich da Feinde allenfalls genähert hätten. Lieber Christoph, meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sie sehen also, hier wäre dieser Turm mit dem Hahn noch knapp zu sehen, bevor er durch die Rundung dann verschwindet. Das prächtige Schloss im Hintergrund. Christoph, du willst noch was sagen? Nur vielleicht neben dem Hahn ist noch das Wappen des Bistums, also der rote Bischofsstab, auch noch gut zu erkennen. Vielleicht sollte man auch das noch erwähnen. Was wir hiermit getan haben und somit verabschieden wir uns. Ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit mit einem letzten Blick auf dieses wirklich prächtige Schloss hier in Pontruit.